So Leute, hallo und willkommen zurück zur nächsten Folge von Medieval. Ja, ich hoffe, dass es jetzt auch wirklich noch der Anfang der Folge ist und nicht irgendwo mittendrin. Das könnte nämlich durchaus passieren, wenn YouTube eben die letzte Folge nicht genommen hat. Die war ja dann doch etwas über der Zeit. Also, je nachdem, haut's halt hin oder nicht. Neue Runde. Oh, will er mich jetzt wieder geblockt haben, wie es einfach nur nervt. Oh, Venedig. Dass Mailand sich so groß ausbreitet, habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Also es ist schon etwas atypisch, zumindest aus meiner bescheidenen Erfahrung her. Frankreich war bei mir eigentlich immer eine ziemliche Großmacht. Kaufmannsgilde nehmen wir gerne. Russisch Prinzessin. Kirstin, die Hochnäsige. Es gibt kaum einen Unterschied zwischen dieser Kreatur und einer Schankmaid. Handelsrechte. Glaubt ja nicht, dass... Möchtet ihr noch etwas vorschlagen? Nee, mit der wollen wir nicht verheiratet werden. Ein gut durchdachtes So, Zeichen da sind eurer wir etwas besser informiert Fähigkeiten. jetzt. Ja, Ich so danke toll geht's euch. den Jungs auch nicht mehr. Mission erfolgreich. Ja, 100 Gulden, naja. Die Kaufmannsgilde weiß das sehr zu schätzen, was auch immer das bringt. Mongolen und Ägypten, die breiten sich da aus. Oh, was ist denn das? Händler-Kavallerie-Miliz. Ah ja, das sind ein Resultat der Händlergilde an der Stelle. Nette Sache. Ja, irgendwie scheint dieses Exkommuniziertsein jetzt auch nicht mehr die negativen Auswirkungen zu haben. Wir sind irgendwie wieder ein bisschen in seiner Ansicht gestiegen. Was heißt in seiner An... El Cid de El was Marschiert! heißt in seiner Ansicht? In seiner Gunst, würde ich eher sagen, Was wünscht ihr? Gucken, Ja, ob der Herr, die schlagen dort kann. ist Und mit uns, go! Männer, Klare in Niederlage, die schade. Schlacht! Haut, Männer! Versuch war's wert. Gott steht uns immer noch bei! Sammeln! Tja, da können wir denn noch was in Sachen öffentliche Ordnung machen? Das hier vielleicht. So, Ja, und aufstellen zum hier gehen wir Kampf. auch zur Belagerung Belagere die über. Siedlung. Fortschrittlichste Seite ist Halte Venedig. Belagerung aufrecht. Eure Befehle, Der will edler jetzt aber Herr. wohl nicht zu Ich mir, kämpfe hä? nur für mein eigenes Heer. So, dann. Eure Majestät, Die Jungs wer hier, erteilt mir einen die Befehl? und die. Befehle? Vorwärts! Und da fehlt Bringe noch die einer, und das Truppen ist er zusammen. hier. Befehle? Schließen die Truppen zusammen, mein Herr. Erteilt mir einen Befehl. Marschiert! Guck mal hier ruhig 5 Stück rein. Quasi als neue Grenzfestung darf das etwas stärker besetzt sein. Ich könnte hier ja durchaus auch mal. Es ist mir eine Ehre, euch eure Befehle, edler Herr. Ihn Edler hier? Herr. Mal gucken, wer von den beiden besser. Mistdreck. Eure Befehle, Komm edler Herr. her. So. Ja, Herr. Teile die Truppen, edler Herr. Versammle Frömmigkeit unsere ist der Truppen, Herr. besser, ansonsten ist der Edler andere Herr. eigentlich toller. Also komm Wir hier hin marschieren, und eure du Befehle, gehst edler Herr. dahin Es ist mir und eine Ehre, sorgst du euch für zu... Unruhe, wie es scheint. Das ist auch in Ordnung. Ja, halten wir uns einfach mal hier mit der Armee in Nähe, für den Fall, dass das Ja. Reich hier im Abdrehen ist. Das wollen wir dann Herr, nicht. edler Herr, wir So, werden sie mit Angriff. Truppen Wie sähe bekämpfen. das denn aus, wenn wir hier angreifen wollen? Tja. Machen wir mal. Das war relativ teuer. Tut es! Zündschnellträger. Ja, Ja, auf jeden Fall dürfen wir jetzt auch 2 von den Jungs von England getötet haben. lobet Also, den Herrn. Er hat uns erfahrungsgemäß gerettet. rauben wir jetzt erstmal aus. Gott hat uns zu diesem Sieg geführt. Sonst gibt das hier wieder. Der Nachteil daran ist jetzt natürlich hier Truppen und so weiter, ne? Schwieriger, den ganzen Kram zu verstärken. Grauenhaft, das ist mir egal. Die mögen uns eh schon nicht allzu Eure sehr, immerhin Befehle? haben sie den Krieg erklärt. Volle Segel. Wir gehen bis morgen früh vor Anker. Was mir auch eingefallen ist, was ich mal machen könnte, hier unten muss ja auch noch was sein, ne? Weil die Map ist einfach hier noch nicht zu Ende. Und dass wir dann da mal bei Gelegenheit vorbeischauen.
So, jetzt bräuchte ich aber auf jeden Fall ein paar Leute, die die Stadt da verteidigen können. Die hätte ich hier auch schon im Grunde im Auftrag gegeben, ne? Dann würde Befehle. ich sagen, machen die sich schon Eure mal auf den Majestät Weg. vorwärts! Unser Marsch für heute ist beendet. Was wünscht ihr? Es ist mir eine Ehre, wir könnten euch zu endlich mal dienen. sämtliche Befehle? Leute, die wir Befehl. jetzt nicht dafür brauchen, also Ja, nicht Herr. um dafür zu verwalten, die können wir ja hier schon mal zusammenziehen und da dann in den Angriff gegen diese Rebellen übergehen. So. Ansonsten ist hier eigentlich auch ziemlich viel Terror. Gehen wir mal eine Runde runter. Das hat auch keinen Einfluss. Okay. Kaserne. Kaserne wäre ganz so in Ordnung. Das, das und dann halt einfach alles. Fortbildung, das hatten wir glaube ich schon hier, ne? Jawohl. Die Ställe wären da eventuell eine Maßnahme. Oh, was? Nein, bitte nicht. Turnierfeld. Aha, coole Sache. Dann ziehen wir das noch eins nach vorne. Schießstand. Ah, Schießstand, ja, dann kommt das auch noch davor und dann vielleicht diesen hier und ja. Dann kommen wir jetzt nächste Runde, sonst kommen wir nicht mehr vor jetzt hier. Venedig. Ja, wollt ihr auch was von mir oder schwatzt ihr wieder nur rum? Rumschwatzen. Sizilien. Das ist toll, dass ich mir das jetzt alles angucken darf. Geht das nicht irgendwie schneller oder so? Oh, cool, die haben auch ziemlich viel Ketzer da. Oh ja, und er greift den Wald an. Das ist auch in Ordnung. Ja, Valencia, das ist tatsächlich ein Problem. Meister Kaufmannsgilde, das ist wo? Marseille ist das. So, wir sollen einen Hafen blockieren. Um Gottes Willen, kann ja niemand aussprechen. Ja, mein Herr. Können wir ja mal probieren, ob wir das schaffen. Wir segeln morgen weiter. Ein Dschihad wurde ausgerufen durch Nai ad-Din von Al-Khimr. Und zwar wohin? Konstantinopel. Ja, jetzt kriegt das Byzantinische Reich eins drauf. Ist natürlich ärgerlich für die Jungs. Das mit der Mission hatten wir schon. Das ist soweit auch in Ordnung. Krieg erklärt. Mongolen an die Ungarn. Ja, also was ich auf jeden Fall machen würde, ist vielleicht mal so ein Schiffchen hier bauen und so eine kleine Expeditionsstreit macht. Vielleicht so ein Spion oder was, einfach mal um zu gucken, was da unten noch so alles ist. Und wie ist das jetzt hier? Ich hatte auch einen von meinen Kaufleuten gesagt, er Ja, mein Herr. möge handeln, handeln, handeln. Der handelt, der handelt auch, der handelt Ich bin nicht. bereit zu handeln. Wo ist der denn? Ach, der ist hier noch drin. Okay, jetzt Beleidigen sollte Sie er nicht, Herr handeln. Meister. Der handelt mit Eisen, das ist auch in Ordnung. Und das auch. Hier oben könnte man auch nochmal einen Priester gebrauchen. Einfach um auch gegen diese ganzen Ketzer da vorzugehen. Und vielleicht auch noch einen Kaufmann, den bilden wir mal hier unten aus. So. Was willst du? Gucken wir mal, ob wir Wir hier die wollen Stadt einnehmen können. marschieren in die Schlacht. Jawohl. Huge. Groß ist er. Und jetzt ziemlich klein. Dies ist unser Tag. Und einfach um Der ein bisschen Ruhe Feind zu ist haben, wird wieder geschlagen. ausgeraubt. Bringt doch Herr, ordentlich Geld in die dieses Kasse. Volk wurde Was will man besiegt und mehr? gehört nun euch. Stadtmiliz. Dann vielleicht eine kleine Verwaltung, um da ein bisschen für Ruhe zu sorgen. Wie sah das denn noch aus? Ich hatte doch hier meinen Wieder tollen Herr. Kanix-Diplomat. Der könnte doch mal gucken, dass er Ja, vielleicht mit mein denen da Herr. nochmal redet. Ja, Herr, die Untersuchung läuft. Und was war mit meinem Ist Elite-Diplomaten? mir Der braucht ja eine. jetzt nicht mehr da hoch. Da könnte man vielleicht mal nicht gucken, dass der Sehr zu gut. Ungarn runtergeht und dass wir Wir da nochmal werden ein paar dich für die Informationen Nachbarn. bekommen. Was ist denn das?
Venetien, Venedig. Besser gesagt, Venedig. Ja, wäre Zeit, dass ich die da wegbekomme, dass ich hier meine Leute abziehen kann, dass die sich mal refreshen. Na, die Company of Heroes-Sprache schlägt wirklich durch. Das kriegt man auch, glaube ich, nicht mehr so ohne weiteres raus. Sind wir hier noch? Können wir da, können wir das, das und das und dann ist das okay. Die werde ich hier ohnehin nicht fortbilden können. Das dürfte dann schon wieder Panzerung betreffen oder sowas. Ah, hier können wir auch was bauen. Dann machen wir eine Verwaltung. Einen von denen, diesen hier, Exerzierplatz. Sowas in der Preisklasse. Edler Herr. Und ihr hierher bitte. Und der von mir aus auch. Und dann versuchen wir unser Glück nochmal. Jetzt weicht er auch zurück. Und dann kriegt man den Jungen besiegt. Wir haben keine Gnade gezeigt. Sie haben sie nicht verdient. Ich will mal Valencia wieder haben. Und zwar zügig. Marschiert! Ja, da ist doch einiges auch drin. Vielleicht schaffe ich es durch Belagerung. Fühlt sich nicht geschätzt. Ja, schön. Das hat er doch eben schon mal gehabt. Was eine Pissnelke. Oh, Venedig. Warum ist da ein Kaufmann von Venedig? Das ist doch wieder am allersten letzten Fleck der Welt. Na toll, das hat natürlich auch noch geklappt. Ach, das ist dermaßen nervig. Das ist doch auch wieder ein Kaufmann, oder? Das ist bestimmt der, den ich da mal in Spanien verfolgt hatte. Nervigst Deluxe. Das sah ja auch toll aus. Drehen sich gleich mal drei Armeen zu ihm hin. So, was kann denn der Junge hier? Können wir den eventuell aufkaufen? Ach, versuchen wir es mal. Natürlich hat es nicht geklappt. Jetzt ist er noch toller und wir kriegen ihn niemals mehr weg. Ja, versuchen wir es trotzdem nochmal. So. Also. Da laden wir jetzt mal den Spion hier rein und dann fahren wir mal mit der Flotte hier runter. Dort nicht hinsegeln. Aber, mein Herr, das ist unmöglich. Diesen Kurs können wir nicht setzen. Geht nach hinten los, ja, offensichtlich. Dort nicht hinsegeln. Offensichtlich. Diesen Kurs können wir nicht. Mein Herr? Edler Herr? Kann ich etwas für euch tun, Edler Herr? Gucken wir mal wieder das Übliche. Ich fürchte, ich muss euch heute zu einem. Ihr könnt mich ja ruhig angreifen, da habe ich nichts dagegen. Mach doch. Selbst verstehe. Es ist mir eine Ehre. Das ist eine dänische Armee, das ist eine Reichsarmee. Alles nicht so ganz die Zielklasse im Grunde. So, dann ziehen wir die hier jetzt wirklich mal Richtung Angers, um sie etwas zu verstärken. Natürlich. Edler Herr. Wir teilen ja, richtig, ja, das war ja noch voll. Genau. Marschiert! Es ist mir eine Ehre, euch so. Und das wird jetzt auch ein bisschen länger dauern, bis die wieder fit sind, aber wenn sie es dann sind, können wir einen neuen Krieg in Angriff nehmen. Eine tolle Formulierung. So, Baugericht, eine ganze Menge. Gibt es Stratege, nett. Cordoba wächst. Die Unzufriedenheit wächst vor allem auch. Überflutung, Saragossa. Anscheinend beschädigt worden, aber ich muss trotzdem nichts reparieren. Jo, das ist wahrscheinlich auch in Ordnung. Ach nein, ich hätte daneben klicken müssen. Ah, diese Wegfindung. Ein Misttrick. Will ich mich niemals dran gewöhnen. Ja, und ansonsten denke ich mal, ist es dann das Ziel als nächstes. Also entweder ich setze wirklich nach England drüber, da hätte ich eigentlich nicht so die Motivation zu. Naja, das ist wahrscheinlich auch besser, weil dann bin ich diesen Unruheherd einfach los. Sonst habe ich die wirklich ewig am Backen. Was ist das denn jetzt? Ach komm, bitte. Weg. Ach, das geht nicht. Ja, dann würde ich sagen, machen wir es automatisch. Ach, die haben wir gewonnen. Genial. Okay.
Ich wollte jetzt eigentlich sagen, machen wir es dann bei der nächsten Folge. Kämpfen wir es aus. Aber das ist nun dann doch nicht notwendig. Und da wir jetzt aber schon wieder beinahe über der Zeit sind, hoffe ich, dass die Jungs hier fertig werden, damit ich mich verabschieden kann. Komm, 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 go, go, go. Ach ja. Ich sollte vielleicht doch KI-Züge überspringen. Das hätte definitiv seine Vorteile. Also langsam. Vor allen Dingen mit ihm hier, mit seinen 15.000 einzelnen Einheiten, die da auf der Karte rumspringen. Schlimme Sache. Ja, jetzt komm. Mach. Ende. Bitte. So, also dann. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.